Land, herzlich willkommen zu einer neuen Show der Space Busters von der Raketenbasis der Uni Graz. Heute gibt es großen Weltraumbahnhof. Wir feiern 30 Jahre Austromir. 1947 waren die ersten Fruchtfliegen im Weltall, 1957 der erste Hund, 1961 mit Juri Gagarin der erste Mensch. 1991 hat man sich dann gedacht, warum nicht auch einmal einen Österreicher? Wir beantworten zum Jubiläum, kann man sich eigentlich auch auf eine Raumstation eine Pizza bringen lassen? Und warum freut sich der Biologe so, wenn er ordentlich eine aufs Auge kriegt? Mein Name ist Martin Puntigam, ich bin für Sie heute zum Anlass in Aurora Rosa gekleidet, habe meine Kunststoffnippel beide zum Himmel gerichtet. An meiner Seite heute zwei Co-Piloten, zwei Fachkräfte für Rückstöße aller Art. Begrüßen Sie bitte aus Graz an der Mur Professor Helmut Jungwirth mit seinem Weltraumhund Woody und den rüstigen Jubilar selber aus Berndorf an der Triesting Kosmonaut, Diplom-Ingenieur Franz Fiebeck. Herr Professor, wenn Sie bitte als erster Platz nehmen, wie das Weltall, nämlich lautlos. Herr Fiebeck, Sie sind und waren der erste Österreicher im Weltall. Danach hat es dem All gereicht. Damals waren Sie Doktorand an der TU Wien. Wie sind Sie dann Astronaut geworden? Haben Sie die Firma von den Eltern übernehmen müssen? Ich habe an der TU in Wien Elektrotechnik studiert und kurz vorm Fertigwerden meiner Dissertation stand ich dann vor der Wahl, mache ich die Dissertation fertig oder fliege ich ins All. Sie haben dann den Weg des geringeren Widerstands gewählt. Den Weg des Nullwiderstands, weil im Weltall Vakuum herrscht. In Wirklichkeit war es so, ich habe dann meine Dissertation gearbeitet und die Ausschreibung in den Medien erfahren. Das haben Sie im Radio gehört und das haben Sie ernst genommen? Nachdem ich es dann am nächsten Tag in der Kronenzeitung gesehen habe. Die Anforderungen, die damals an die Bewerber gestellt worden sind, Idealalter 30 bis 40 Jahre, russische Sprachkenntnisse erwünscht. In Wirklichkeit war es dann so, wir waren unter 30 und Russisch haben wir überhaupt nicht gekonnt. Typisch österreichische Ausschreibung. Österreichische Staatsbürgerschaft, Matura, wenn man gerade gehen kann und nicht jeden Tag einen Fetzen hat, da kann man ganz raufkommen bei uns. Wie ist die Ausbildung abgelaufen? Hier haben wir in den damals noch modernen Saab 105 Flüge durchgeführt. Verschiedene medizinische Tests. Überdimensionale Vakuumpumpe für Penisvergrößerung. Das ist Medizin, Herr Puntigam, wenn Sie das auf Ihre Kleinigkeiten reduzieren wollen. Mag sein. Das Herz-Kreislauf-System wurde intensiv untersucht. Da mussten wir 48 Stunden wach bleiben. Nach 48 Stunden Schlafentzug, so schaue ich aus. Bitte, ich war nicht beim Heurigen oder sonst was, da waren wir alle nüchtern. Wir waren zu siebt dann in Moskau zur Endauswahl. Nach der Auswahl haben wir dann sozusagen einen Vertrag bekommen vom Wissenschaftsminister. Und was dort spektakulär? Es war aufregend und mühselig. Das ist das Sternenstädtchen, das Ausbildungszentrum für die Kosmonauten. Und drüben sind Sie? Das ist der Clemens Lothaler. Das schaut nämlich aus ein bisschen wie der Andreas Gabalier. Drüber, wer das liest, ist doof auf Russisch. Das heißt, ehre den Helden des Weltalls. Mhm. Wir waren dort zwei Jahre im Training, sehr viel Theorie, sehr viel Praxis. Zur gleichen Zeit haben unsere englischen und japanischen Kollegen mit uns trainiert. Untertags intensives Lernen mit Prüfungen etc. Можно и по-русски. Как у вас? Как наш профессор? War das was Nettes? Как наш профессор? Da gibt es Vorbereitungen für den Raumflug auf die Schwerelosigkeit. Und man übt, seinen Raumanzug in der Schwerelosigkeit anzuziehen. Wir haben mit japanischen und englischen Kollegen trainiert. Da spielt man den Raumflug vom Start bis zur Landung durch. Das ist eine Notsituation, Landung im verschneiten Wald? Üblicherweise landet man in Kasachstan in der Steppe. Kann aber natürlich passieren, dass aus irgendwelchen Gründen dieses Gebiet verfehlt wird. Wie Sie vielleicht wissen, 3/4 der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, daher muss man sich auch vorbereiten. Warum soll das ausgerechnet ich wissen? Ich meine, das wissen die anderen auch, aber warum glauben Sie, dass ich das weiß? Fehler von mir. Es kann natürlich genauso passieren, dass man im Winter irgendwo in Sibirien landet, wo es eiskalt ist. Man muss schauen, dass man am Leben bleibt. Im Sternenstädtchen gibt eine Zentrifuge. Genau, die dient dazu, den Startvorgang und den Landevorgang zu simulieren mit G-Kräften. Das ist ein meterlanger Arm, da wird man am Ende in eine Kapsel hineingeschoben.
Und dann dreht sich diese Zentrifuge dort in dieser Halle. Und währenddessen hat man bestimmte Aufgaben zu erledigen, wo überprüft wird, wie lange ist man noch bei Bewusstsein. Da gibt es dann die Erscheinungen wie Blackout und man wird bewusstlos. Sind Sie dann bewusstlos geworden? Nein, ich bin Gott sei Dank nicht bewusstlos geworden. Sie sind es ja aus dem Wurstelbrater in Wien gewohnt gewesen. Als Wiener lernt man das. Die Kapsel ist ja sehr klein und sehr eng und das rote Handbuch ist für Notfälle. Grün ist der Normalbetrieb, rot ist Alarm. Sie haben das ganz gut erfasst, bin überrascht. Das Grüne, normale Prozedur, wenn irgendwas falsch läuft, dann gibt es das rote Buch. Es wird ja auch simuliert, ein Teil des Lebens auf der Raumstation, der anders ist. Man übt am Boden genauso, wie man sich zum Beispiel das Essen zubereitet. Da gibt es verschiedene Versionen, Konserven, Tuben, dehydrierte Nahrung. Da lernt man, wie man sich da oben eine Mahlzeit zubereitet. Wenn man das nicht beherrscht, dann verhungert man. Wenn man es beherrscht, wandert die Nahrung durch den Körper durch und muss irgendwann auch entsorgt werden. Haben Sie gut aufgepasst in der Schule? Jeden Tag habe ich da Wiederholungsstunde. Das ist nicht vergessen. Das ist das WC aus der Raumstation. Es funktioniert wie ein Staubsauger. Das vorne ist kein Trichter zum Reinsprechen fürs Weltall draußen. Achtung, Achtung, es kommt gleich was raus. Es ist kein Sprachrohr, es ist der Trichter für die männliche kleine Seite, wo Urin abgesaugt wird. Und man kann aus einem Liter Urin 0,7 Liter reines Wasser gewinnen. Könnte man trinken, macht man aber nicht, weil bis zu 8 Leuten, wenn der Space Shuttle oben ist, weiß man halt nicht, welches Wasser trinkt man da. Es ist eigentlich in Wirklichkeit so, dass das Wasser gespalten wird über Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff wird für die Atmung verwendet und der Wasserstoff wird über Bord gepumpt. Fürs große Geschäft sehen Sie da diese Öffnung. Da gibt es ein Plastiksackerl, das da drinnen ist. Das ist speziell entwickelt, dass eben die Luft durchströmen kann, die festen Abfallstoffe allerdings drin bleiben. Dann drückt man dieses Sackerl hinunter in den weißen Container. Und vielleicht der Herr Professor, wenn er den weißen Container noch zeigen kann. Genau, und während der dann voll ist, dann haben die Russen den früher immer abgestoßen von der Raumstation, meistens über Amerika. Einfach als Gastgeschenk. Die Tage vorm Start gibt es spezielle Übungen, weil im Weltall aufgrund der fehlenden Schwerkraft Körperflüssigkeit und Blut hinauf in den Kopf kommt. Man trainiert das Gewebe, indem man auf so einer Pendelliege Stunden liegt oder beim Schlafen sogar den Kopf nach unten legt. Wenn man es geschafft hat, kriegt man Zeugnis, steht, Feedback kann sehr gut kopfüber schlafen. Man kriegt wirklich ein Zeugnis, es gibt eine Abschlussprüfung. Dann geht es zum Start, das ist die Crew im Büro von Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall. Das ist eine russische Tradition, da schreibt man dann in so einem Buch. Die Rakete 2 Tage vorm Start. Unter dieser weißen Hülle an der Spitze befindet sich das Raumschiff. Da war schon Corona damals im Sternenstädtchen. Also, man versucht, die Mannschaft nicht mehr anzustecken mit irgendwelchen Viren. Deshalb die Masken genauso, wie wir es heute auch kennen, dass man sie ordentlich tragen soll. Und hier werden uns dann die Raumanzüge angezogen vor dem Start und das wird dann noch alles überprüft. Das ist der Vorsitzende der sowjetischen Kommission gewesen, da verabschiedet man sich formell. Dann geht es mit dem Bus zur Rakete. Der Kosmonaut im braunen Anzug mit der Kappe rechts von uns, also Herr Professor rechts von uns ist da, ganz genau. Das ist Alexei Leonov, der erste Mensch, der einen Weltraumausstieg gemacht hat. Der war damals für unsere Ausbildung verantwortlich. Da ist die Verabschiedung. Bundeskanzler mit Verteidigungsminister, dann der kasachische Präsident. Wer ist unser Bundeskanzler von damals? Der Herr im Vordergrund auf der rechten Seite, Franz Vranitzky. Links ist Nazarbayev, der kasachische Präsident. Da wird man dann mit einem Lift hinaufgebracht zum Raumschiff. Dann beginnt das Prozedere des Countdowns und dann hebt man schlussendlich ab und fliegt ins Weltall. Bis zu 5G ist die Beschleunigung. Man muss da fünffache Erdanziehung aushalten. Und weniger als 9 Minuten umkreist man die Erde mit einer Geschwindigkeit von 28.000 km pro Stunde und ist schwerelos. Bis man zur Raumstation kommt und dort findet dann das Andocken statt. Das ist im Prinzip ein Männchen-Weibchen-Vorgang. Ein Männchen-Weibchen-Vorgang? Paarungsvorgang, also Andock-Vorgang. Herr Professor, wenn Sie dann den Herrn Puntigam das erklären. Da gibt es eine 80 cm kegelförmige Öffnung. Da stoßt diese Spitze des Raumschiffs hinein. Und dann kann man die Luke öffnen und wird freudig begrüßt. Die Crew zu dritt in dem blauen Kostüm. Und die beiden Kollegen im roten Kostüm waren diejenigen, die auf uns gewartet haben. Da haben Sie gleich zum Arbeiten beginnen müssen. Da waren zum Beispiel medizinische Experimente von der Uni Graz hier. Dann physikalische Experimente aus dem Forschungszentrum Seibersdorf. Diese goldene Apparatur, ein Erdbeobachtungsexperiment. Wenn man beim Fenster rausschaut, bei der Luke. Ist das Österreich? Das habe ich mit einer normalen Spiegelreflex aufgenommen. Der Neusiedlersee oder die Bundeshauptstadt
Wien. Das ist der Neusiedlersee. Im Weltall ist es natürlich so, da gibt es kein oben und kein unten. Für Leute wie Ihnen ist es wahrscheinlich leichter, wenn man es so anschaut. Wenn man schon beim Recht haben ist, für Leute wie Sie wäre es sprachlich richtig. Danke für die Korrektur. Sie haben auch ein Zertifikat bekommen, man kann gut schlafen. Jetzt hört man, dass es, obwohl man die Augen geschlossen hat, so blitzt in den Augen. Das wird durch kosmische Strahlung verursacht. Wenn man schlaft und man realisiert das, das sieht man so Zentimeter, anderthalb Zentimeter lange weiße Striche ab und zu, so wie Sternschnuppen. Wenn Sie Sternschnuppen sehen, dürfen Sie was wünschen. Was wünschen Sie, ein besseres Essen? Jetzt sieht man, wie man das Essen zubereitet. Offensichtlich war das bei mir das erste Mal und mein Kommandant hat das gleich gefilmt. Es gibt also diese Konserven, das kann man sich aussuchen, was man will, und die kann man aufwärmen. Mit Wasser oder Dampf? Mit Heizelemente und das wird über Strom aufgewärmt. Dann ist es natürlich relativ einfach, aber man muss trotzdem aufpassen, weil das Ding schwebt und ist natürlich heiß. Es ist zwar schwerelos, aber nicht hitzelos. Sie kennen das alle, das Gefühl, wenn man Konserve aufmacht und man drückt drauf, dann spritzt es halt weg. Man muss halt da sehr aufpassen, weil in der Schwerelosigkeit die Dinge sofort irgendwo davon schweben. Und vor allem muss man aufpassen, dass man nichts, wie gesagt, in irgendwelche elektronischen Geräte. Ist das dann auch wirklich notiert? 27 Karottenwürfel, damit man wirklich alle findet? Es ist schon so, dass es immer wieder und laufend vorkommt, dass man Werkzeuge, Schraubenzieher und so, die man halt normal in der Garage irgendwo liegen lässt, plötzlich nicht mehr findet. Es gibt ja ein dauerndes Luftzirkulationssystem. Beim Abzug hängen dann die Schraubenschlüssel und Löffel, wie man hier sieht. Es geht nichts verloren in der Raumstation, außer es gibt ein größeres Loch. Wenn man es dann geschafft hat, die Konserve aufzumachen, da sehen Sie, wie das in der Schwerelosigkeit gut funktioniert. Und jetzt ist mir natürlich bewusst, der filmt das und gleichzeitig weiß er, das ist brennheiß. Sie haben dann mit Bundespräsident Kurt Waldheim gesprochen. Ganz klar. Und ich kann mich auch schon ganz gut orientieren und auch die Koordination funktioniert. Ich schwebe hier vollkommen. Also keine Probleme. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Haben Sie schon was gegessen? Ja, ja, wir sind hier angekommen und haben praktisch gleich angefangen zu essen. Ich habe einen guten Appetit. Ja, ja, die große österreichische Jausenfrage, haben Sie schon was gegessen? Wo sind Sie dann wieder gelandet? In der Steppe von Kasachstan. Der Landevorgang ist ein sehr dynamischer Vorgang, wo man durch den Luftwiderstand abgebremst wird, wodurch die Außenhülle der Kapsel zu brennen beginnt. Kurz vom Boden gibt es dann Bremsraketen, die den Aufprall noch einmal mindern sollen. In Russisch heißt es eine weiche Landung. War nicht ganz so weich bei uns. Man wird dann aus der Kapsel herausgeholt und in seinen Liegestuhl gebracht. Und dann konnte ich wiederum zurück nach Österreich. Das war die Ankunft in Österreich. Für mich war mein Willkommensgeschenk meine Tochter, die am Tag des Starts, wo ich hinaufgeflogen bin, zur Welt gekommen ist. Das ist keine Schultüte mit Österreich-Wimpel, sondern... Das war also wirklich meine Tochter. Sie waren dann noch in der Hofburg eingeladen. Beim Bundespräsidenten. Der bringt Ihnen dann eine Pizza vorbei. Kann man nicht mehr erinnern, was da genau drinnen war. Jetzt war diese Mission der erste und einzige Flug mit einem Österreicher oder einer Österreicherin zu einer Raumstation. Es war wirklich ein toller Erfolg und dann hat es unter den Wissenschaftlern und Experimentatoren Streitereien gegeben. Da hat es einen Professor der Techniker gegeben und einen Professor der Mediziner und beide sind dann zum Minister gegangen, haben interveniert. Schlussendlich hat er gesagt, so, mir reicht's. Dann hat der Minister gesagt, wenn keine Ruhe ist, dann gehen alle ohne Abendessen ins Bett. Was hat das damals gekostet? Circa 200 Millionen Schilling, die Experimente, das Training, der Raumanzug, das Ticket. Das ist 14 Millionen Euro ungefähr. Bis zu 50 Millionen Euro pro Jahr gibt die Regierung für Werbung aus. Könnte man eigentlich ins All fliegen? Könnte man theoretisch fliegen, ja. Sie waren gern wieder geflogen, haben Sie keine Möglichkeit mehr gehabt? Schon, ich habe mich damals auch beworben bei der ESA. Und beim Endinterview, das war kurz nach meinem Flug, 3 Wochen oder sowas in Paris, haben mir dann die ESA-Direktoren gesagt, alles super, nur
können Sie mich nicht nehmen, weil Österreich die bemannte Raumfahrt nicht mehr unterstützt hat. Und damit war das Thema eigentlich vorbei. Deshalb wird die große österreichische Jausenfrage nur noch auf der Erde gestellt. Und? Habt schon Mittagessen? Ja? Ja? Ja, also man sieht, bei uns in der Politik ist das Essen sehr wichtig. Den Raumanzug, den Sie angehabt haben, den gibt's ja noch. Genau, den haben wir da. Vielleicht kann ich da ein paar Dinge erklären. Ein Raumanzug dient ja dazu, im Notfall, wenn also die Atmosphäre aus dem Raumschiff entweicht, dass man überleben kann. Und wenn dieser Notfall eintritt, dann hat man in dem Raumanzug Luft zum Atmen und einen gewissen Luftdruck. Und zwar zählt man den immer an bei kritischen Manöver, wenn man Gas gibt, wenn man bremst, wenn man andockt. Diesen Druck kann man messen hier mit diesem Manometer. Der bläst sich dann so extrem auf, der Raumanzug. Und dann kann man aber den Druck entsprechend ein bisschen regulieren und nachlassen, dass man sich ein bisschen bewegen kann. Und das macht man hier mit diesem Gerät. Diese Schläuche? Das ist zum Beispiel eine Verbindung zu medizinischen Daten, die erhoben werden, Blutdruck und Puls und so weiter. Da merkt man wirklich, dass das schon älter ist mit Skatbuchse. Ja, also keine USB-Verbindung. Und das steckt man beim Raumschiff am Zigarettenanzünder an? Nein, das steckt man im Raumschiff an, und zwar ist das die Kommunikation, also Kopfhörer, Mikrofon, die Schläuche auf dieser Seite, der kleine, da wird dann mal mit Sauerstoff versorgt. Und das sieht man uns manchmal vor dem Start mit so einem Kastel gehen. Das ist nichts anderes wie eine Belüftung, weil dieser ganze Raumanzug luftdicht ist, und wenn das nicht pausenlos belüftet wird, wird es da drin sehr, sehr schnell heiß und man kann dem Hitzetod erleiden. Da den Spiegel, wofür braucht man das? Das ist ein Rückspiegel. Nicht zum Lippenstift nachziehen. Wenn man nämlich da drin sozusagen verdeckt ist, kann man ja nicht nach hinten schauen mit den Augen. Deswegen gibt es diesen Rückspiegel. Da kann man schauen, ob alles in Ordnung ist. Damit man nicht geschreckt wird von hinten von den Kollegen. Genau. Innen ist sozusagen eine luftdichte Gummischicht, in die muss man einsteigen, wenn man einsteigt in den Raumanzug. Das ist quasi die Seele vom Raumanzug? Genau, da steigt man ein mit den Beinen zuerst und dann klappt man sozusagen den Helm über sich drüber und kommt dann in die Hände rein. Und dann wird es hier zugemacht, mit einem Gummiband fest zugedrückt. Dass das wirklich dicht ist? Das muss natürlich einen entsprechenden Druck aushalten. Ich zeige Ihnen, wie man da reinschlüpft. Da können wir das mal vielleicht von der Seite ausprobieren. Schauen wir uns das einmal an, ob ich da noch reinkomme. Normalerweise ist es so, dass man den Handschuh eigentlich nicht drauf hat. Ich habe ihn nur jetzt schon drauf lassen, weil mir sonst der Herr Buntigam helfen hätte müssen, um ihm eine gewisse Blamage zu ersparen. Lassen wir das so. Ich hätte sie einfach eingezwickt mit der Spange. Eben. Und dann kann man bewegen und kann auch hier sozusagen. Die einzelnen Finger können Sie auch bewegen? Kann man sehr gut machen. So funktioniert das. Jetzt nach 30 Jahren würden Sie mit dem restlichen Körper auch noch reinkommen? Man muss bedenken, das Material, da ist sehr viel, wie Sie gesehen haben, Gummi und so weiter. Und das ist schon 30 Jahre alt. Und wir würden das Material zu sehr strapazieren, und weiters müssen wir bedenken, ich habe doch 20 Kilo mehr. So gesehen wollen wir den Raumanzug nicht zu sehr strapazieren. Na, da haben Sie Glück gehabt, dass der Zahn der Zeit dem Raumanzug die Verantwortung zugeschoben hat. Vielen Dank. Sie können Platz nehmen. Danke sehr. Danke. Herr Jungwirth, Blitze in den Augen, das gibt es auch bei Ihnen im Geschmackslabor an der Uni Graz. Lautet da das Motto, Sie werden Augen machen? Das ist gar keine schlechte Idee, denn wir machen im Geschmackslabor unsere Augen wirklich selber. Dann nehme ich braun, selbst auf die Gefahr hin, dass Sie als Steirer singen, rehbraune Augen hat mein Schatz. Ich gehe jetzt zum wissenschaftlichen Versuch. So, jetzt muss ich noch was vorbereiten. Wenn wir jetzt braune Augen machen wollen, verwende ich gesüßten Espresso. Das ist verwenden? Sehr gut, würde ich verwenden. Der Chef ist sein bester Kunde. Also, erstens, ich tschächer nicht.
Das ist ein wissenschaftlicher Versuch und wir haben immer die Wissenschaft im Auge. Und apropos Auge, wir können uns das Auge jetzt einmal anschauen. Die Pupille, die regelt den Lichteinfall. Deshalb hier eins, Topf 1, der Pupillentopf. Mhm. Die Iris ist verantwortlich für die Augenfarbe, aber reguliert auch durch Verengen und Vergrößern der Pupille diesen Lichteinfall. Topf 2 ist der Iristopf. Hm? Und dann haben wir noch den Glaskörper und das ist eine gelartige Substanz, die die Hauptmasse des Augapfels ausmacht. Topf 3, Glaskörpertopf. Fast ein bisschen schade, dass Sie den Glaskörper in einen Topf geben, nicht in eine Haftschale. Den Witz, den überlasse ich Ihnen. In den Topf 1, gesüßter Espresso, 50 Milliliter. In den Topf 2, Karamellsirup. In den Topf 3 kommt Kokossirup mit Milch. Wenn alles durch den Körper durch ist, kommt es in Topf 4. In jeden dieser drei Töpfe kommt auch ein Spezialpulver. Topf 1, Topf 2 und in den Topf 3. Machen Sie das auch in der Arbeit so? Das ist ja fast wie Gnome kochen. Ja, in den Topf 2. Machen Sie sie nützlich, tun Sie da einfach umrühren. Sie schauen einfach, dass Sie so lang umrühren, bis es kocht. Das macht schon die Herdplatte, dass es kocht, oder? Weil nur durchs Rühren schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Na, lass uns lieber, das lass uns. Tun Sie nur das. Das ist sicherer. So, wie schaut es bei Ihnen aus? Nein, noch nichts. Ja, es war eh klar, dass Sie nichts hinbringen. Der Kaffee, der schmeckt ja nicht nur sehr gut, der riecht vor allem so gut. Weiterrühren, weiterrühren, weiterrühren. Was machen Sie da jetzt mit der Pipette? Die Pupillen. Das heißt, ein Teil Ihrer Tätigkeit im Geschmackslabor ist Augen eintropfen. Und der zweite Teil ist dann wahrscheinlich Augenauswischerei. Die Iris. Ja, so schlecht ist es gar nicht geworden. Das überschichten wir jetzt. Das ist jetzt der Glaskörper. Jetzt müssen wir warten, bis es hart wird. Was war dieses Spezialpulver? Wenn wir eine Flüssigkeit haben und wollen, dass aus dieser Flüssigkeit jetzt zum Beispiel ein Pudding oder ein Gel wird, dann müssen wir was dazugeben. Und zwar langkettige Moleküle. Und das können jetzt Proteine sein oder das können Zuckermoleküle sein. Wenn wir eine Flüssigkeit mit diesen langkettigen Molekülen erhitzen, dann beschleunigen wir auch die Moleküle. Und diese Moleküle bewegen sich dann in dieser Flüssigkeit sehr Super schnell. Für Mikrobiologen. Das sind die langkettigen Moleküle. Und wenn etwas abkühlt, dann nimmt auch die Molekülbewegung ab. Und da das ja langkettige Moleküle sind, ist es eine sogenannte Clusterbildung. Und wenn sich viele dieser Cluster bilden, wird aus einer Flüssigkeit eine dickflüssige Flüssigkeit oder ein Pudding oder ein Gel. Molekülverbände, Flüssigkeit, Clusterbildung kennt man in Österreich 2021 eher von Zeltfesten. Gelatine ist ein tierisches Protein, das eignet sich hervorragend für Pudding. Aber nicht für meine Augen. Denn Gelatine ist hitzeempfindlich. Wenn ich das jetzt bei so hoher Temperatur überschichten würde, dann würde das nicht hart werden und dann hätte ich kein Auge, sondern eine klobige Kugel. Und wer auf gut wienerisch Schasaugert? Ich könnte jetzt zum Beispiel Agar-Agar verwenden. Ist ein langkettiges Zuckermolekül, ein sogenanntes Polysaccharid. Das gewinnt man aus Rotalgen und die Rotalgen haben das einfach für den Aufbau der Zellwand. Wir verwenden es aber auch in der Mikrobiologie, um Nährlösungen herzustellen, sogenannte Nährgele, wo wir dann Mikroorganismen kultivieren können und diese Bakterien können dann dort oben wachsen. In der Molekularbiologie verwendet man das auch für die Gelelektrophorese, zum Beispiel zum Auftrennen von DNA, also von der Erbinformation. Und in der Medizin findet Agar-Agar auch Anwendung. Da wird zum Beispiel als Abführmittel verwendet, weil es unverdaulich ist. Agar-Agar klingt so, wie wenn es schon dringend auf den Topf wäre oder dass die Windel schon voll ist. Aber nehmen Sie nicht Agar-Agar, weil Sie zweimal gesagt haben, Sie könnten. Aber was nehmen Sie dort tatsächlich? Gelan. Ist auch ein Polysaccharid, also ein langkettiges Zuckermolekül. Wie schaut das aus, wenn es sich schnell bewegt?
So schaut es aus, wenn es sich schnell bewegt. Das wird aus Bakterien gewonnen und Gelan haben wir auch, wenn wir Marmelade kaufen oder Sojamilch oder irgendwelche Aufstriche, da hat man es auch drinnen. Ich verwende das Gelan für meine Augen. Für Ihre Augen? Da kämen Sie es auch hinein? In meine Augen gebe ich es nicht rein, aber so blöd ist es gar nicht, weil in Augentropfen haben wir auch Gelan drinnen. Und das führt dazu, dass die Verweildauer des Tropfens im Auge länger ist. Wäre es mit Gelatin noch länger? Ich verwende Gelan, weil es einfach hitzestabil ist. Das ist eigentlich eh das Einzige, was geeignet ist und die anderen beiden verwenden sie nicht, weil es nicht passt. Genau. Sind die Augen jetzt schon fertig? Jetzt können wir uns das einmal anschauen. Das eine Auge ist nicht so schön, wie es will. Das zweite Auge ist wunderschön. Das ist ein Traum. Und wenn das Gele sind aus Lebensmitteln, kann man das jetzt schon essen? Ja, selbstverständlich. Das schmeckt hervorragend. Das Tolle daran ist, dass dieses Gel jetzt langsam zerbröckelt. Aber es zerbröckelt nicht nur, sondern es schmilzt quasi. Hoppala. Hinten im Rauchen jetzt auch ein bisschen verteilt. Rauchen auch ein bisschen. Das trifft alle Geschmacksrezeptoren und dann kommt es so richtig zur Geltung. Und das Zweite habe ich natürlich für den Herrn Fieböck gemacht. Herr Fieböck. Oje, gibt's das in der Tube auch? Ich glaube, Sie waren zu lange im Weltraum. Aber ich würde gern kosten, ausschauen, dass er tatsächlich köstlich. Hat zu viel Dioptrien, ist nichts für Sie. Ja, ich glaube, Sie passen ganz gut zu denen, die fragen, habt ihr schon was gegessen? Danke vielmals, Herr Jungwirth. Das war's von uns. Wenn Sie mehr wissen wollen, hören Sie bei uns beim Podcast vorbei. Sie können jetzt nach Vorkommen, Herr Professor hat als Augenschmaus genug Augen vorbereitet, dass alle kosten können. In der nächsten Sendung untersuche ich mit Ursula Hollenstein und Helmut Jungwirth, wie viele Erythrozyten man braucht für ein Blunzengröstel. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben.